So, meine lieben Freunde und Hallöchen, Puppöchen, zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe ja gestern, ja, es ist jetzt nur ein Tag her, ich habe ja gestern Nachmittag bzw. abends ja sehr viel aufgenommen und muss sagen, ich habe halt auch richtig Bock. Und ja, dementsprechend werden wir hier weitermachen. Dass nun Ordnung und Chaos ungleich waren und er bat Innos, und seine göttliche Macht. Jo, 11.731. Und Innos in seiner Weisheit tat es. Jo, was haben wir vor? Wollen wir mal gucken. Aktuelle Mission, Drachenjagd, die suchenden Geist aufs Maul, Bospas Bogen, Joe. Lass mal gucken, wie viele Lernpunkte habe ich denn? 5. Aber ich bin eigentlich soweit ganz glücklich. Ich heb mir den ganzen Geschiss jetzt erstmal auf. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf ins Minental. Kloster muss ich nicht mehr. Großbauer, Burg, Pass im Minental. Teleport zu Xardas, Großbauer, Kloster, Pass, auf dass er sie dem Menschen zum Pass im Minental. Falls das Tier zurückkehren soll. Mist. In seiner Weisheit tat es. Xardas, Taverne, Hafenstadt, Pass. Teleport zum Pass im Minental. Aber das Licht war eine Qual. Burg, Kloster, Großbauer. Okay. Alles, da gibt es halt ein Problem. Ich habe nämlich wahrscheinlich vergessen, die Paladine zu looten. Ich hoffe, die liegen da noch. Adanos aber sah, dass so wenn du liegt nämlich daran, wenn du nämlich aus dem Minental kommst, haben die Suchenden die Paladine, die den Weg bewachen, getötet. Und die haben nämlich auch eine Teleporter-Rune, mit denen du dich von dieser Welt aus zum Pass teleportieren kannst. Das Problem daran liegt halt, dass du echt... da gibt es eigentlich gar kein Problem. Nur ich habe es wahrscheinlich vergessen. Und jetzt hoffe ich, dass die Körper nicht despawned sind. Sollten sie eigentlich nicht. Aber man weiß ja nie. Ich werde jetzt mal Dingsbums walten. Also, es gibt ein paar Sachen. Ich werde noch Taschendiebstahl erlernen. Da muss ich mal gucken, wie viel Lernpunkte ich brauche. Ich habe doch bestimmt schon gepennt. Ich meine, hier 100 Gold ist easy. Beten, 100 Goldstücke, Mana plus 1. Ah, Innos, du bist ein Schatz. Ich glaube, der September sagt mir jetzt auch, dass die Schreine gereinigt worden sind. Genau, das mache ich jetzt nochmal zuerst. Auf jeden Fall, die Folge heißt mit dem Auge zurück ins Minental. Das Auge ist ja voll und wir können im Minental jetzt die Drachenjagd beginnen. Wie man ja im Quest-Log schon gesehen hat, Drachenjagd. Ich werde mich jetzt den Jungs auch anschließen. Dort, da gibt es ein paar Drachenjäger, die echt Kit geben. Das Problem ist halt nur, da gibt es halt auch wieder Probleme und allem drum und dran. So, ich werde jetzt nochmal, da werde ich auch wieder ein paar Leute treffen. Ich nehme mal so einen Trank, dann bin ich einfach schneller. Weil ich weiß nicht, ob noch 25 von diesen Pilzen da kriegen, aber bevor wir das jetzt, also wir werden jetzt ins Minental gehen, dass ich das Kapitel 4 trigger. Gibt zurzeit nicht. Und wenn ich das Kapitel 4 getriggert habe, werde ich nochmal die Händler abklappern, weil ich werde das alles brauchen. Vertraut mir. Aber natürlich muss ich erst diesen Kapitel-Gedönse da halt triggern. Es ist halt nur sehr, sehr schade, dass wir als Magier den Zalandil
ans Messer geliefert haben. Vielleicht habe ich das auch zu früh gemacht. Das hätte ich vielleicht nach dem Kapitel machen sollen. Weil das ist nämlich halt auch ein Alchemist-Tränker. Und der hat natürlich auch ordentlich... So, da bin ich auch schon wieder. Das war jetzt kurz wichtig. Jo, Arbeitskollege braucht ein bisschen Hilfe, holt mich gleich ab, aber ich habe noch 45 Minuten Zeit. Das bedeutet, ich kann noch mindestens ein Part aufnehmen. Na, der kommt in knapp 45 Minuten. Degen der Banditen. Warte mal, war da nicht noch irgendwo anders ein Suchender? Darien? Orlan? Ne, das war der Suchende. Okay. Gibt es hier hinten noch was? Ich weiß nicht, ob ich damals schon hier aufgeräumt hatte. Ich glaube aber schon. Ich renne jetzt einfach mal mit der neuen Rüstung durch. Ich habe nämlich voll Bock gerade drauf. Jo, passt schon. Dann gehen wir ins Minental. Und jo. Wunderbar. Keiler mache ich auch so. Was wollte ich? Ach so, ich wollte Dingsbums triggern.
Ja komm, so einen Trank kann ich noch nehmen. Ich habe keine Ahnung, was dieses schwarze Erz bringt. Das ist nur ein Blauflieder. Ja, das habe ich mir befürchtet. Die Paladine sind hier. Ah ne, doch nicht. Die sind tot. Okay. Also die sind halt vom Spiel tot geskriptet. Die sind normalerweise auch schon weg. Aber ich habe vergessen, die beim letzten Mal zu looten. Bei mir zum Beispiel, hier sieht man Teleport zum passenden Kurinus. Das bedeutet, ich kann mich hier vorne hin teleportieren. Das war halt wichtig. Und ja, mal gucken, ne? So, ich muss zum Level Change kommen, wenn dieser Ladebildschirm kommt. Und dann fängt die Drachenjagd, nee, das Kapitel Drachenjagd nämlich an. Und dann können wir in aller Ruhe Feuer geben. Level Change müsste hinter diesem Teil sein. Die Frage ist, gibt es im dritten Kapitel hier Respawn? Nein, hier habe ich ja beim letzten Mal auch richtig gut aufgeräumt. Es war auch, muss ich ganz ehrlich sagen, scheiße anstrengend. Die Frage ist, laufe ich in mein Verderben, wenn ich hier raue, wenn ich den Level Change hier mache? Kapitel 4, Drachenjagd. Gut. Das ist vom Spiel halt so. Bevor wir hier aber weitermachen, will ich nochmal zurück nach Kurinus und die Händler abklappern. Weil hier gibt es nämlich auch wieder viele, viele Sachen und viele Neuerungen. Aber die möchte ich natürlich alle, so gut es geht, natürlich auch mitnehmen. Was brauche ich? Großbauer, Kloster, Pass brauche ich später, Hafenstadt, Xadas, Taverne, okay. Und Pass in Kurinus. So, erstmal. Zum Großbauer. Gucken, ob die Elena irgendwas Besonderes hat. Ansonsten gibt es da nicht so viele Händler. Hier sind halt einige Leute jetzt auf zur Drachenjagd gegangen. Das bedeutet, die sind jetzt alle im Minental. Deswegen ist hier relativ viel. Was ist in der... Silvio, der Mistkerl, hat was über die Drachen im Minental gehört. Er hat versucht, die Jungs zu überreden, ihm ins Minental zu folgen. Ruhm, Ehre, Gold und alles Mögliche hat er ihnen versprochen. Viele von ihnen hatten kein Interesse, sich für Silvio töten zu lassen. Aber es gab da so manchen Idioten, den konnte er doch überzeugen. Ist das nicht schlecht? Das Ende vom Lied war, dass sie sich von Bennett haben ausrüsten lassen und dann kurzerhand losgezogen sind. Ach, im Grunde bin ich froh, dass Silvio endlich vom Hof ist. So, ich will nur gucken, ob du irgendwas Interessantes hast. Welche Waffen hat nur die besten? So, nö, du hast nichts Interessantes. Okay, gut. Habe ich noch alte Münzen? Goldbrocken? Nee, alte Münzen habe ich keine mehr. Okay. So, Bennett, was hast du denn hier? Hast du irgendwas? Das ist wirklich nicht. Was brauchst du? Du hast nichts Interessantes, okay. Hast du irgendwas, Elena? Zeig, was kann. Du hast auch nichts, okay. Jetzt gehe ich mal zum Kloster. Ich will jetzt wirklich nur die Händler abklappern. Ich will jetzt hier nirgends großartig rumlaufen, sondern einfach nur gucken, was kann ich hier so bekommen. Ich. So, das nämlich würde ich am liebsten gern alles mitnehmen. Runenstein nehme ich mal für den Huni mit. Man weiß nie, wann ich, ob ich einen brauche. Das. Oha. So, ich werde jetzt ganz viel Müll mal verkaufen. Drachenschneide, Zweihandwaffe, Orkschlechte, Einhandwaffe, Zweihänder, orkisches Kriegsschwert weg, Rapier, trage ich einen, ansonsten den ganzen Kram kann halt weg, schwere Ork-Axt,
Das kann weg. Rostiger Zweihänder kann weg. Grobes Breitschwert kann weg. Rostige Axt kann weg. Degen kann weg. Kann weg. Kann weg. Das behalte ich mal. Das kann weg. Das kann weg. So, dann hat er nämlich schon einiges mehr. So, kann ich hier noch irgendwas verkaufen? Frankus Amulett. Stärke, Geschick, Lebensenergie. Suchende Ehrlich, das kann wegkommen. Scheiße drauf. Lebensenergie-Bonus, brauche ich nicht. Seelenruf, behalte ich. Amulett der Flammenschutz vor Feuer. Auge Innos, Mana-Bonus, brauche ich nicht wirklich. Der Ring gehört mir. Was haben wir hier? Gürtel des Schutzes. Nö, brauche ich nicht. So, Feuerball-Rune habe ich, dann brauche ich die nicht mehr. Gut, jetzt habe ich wieder ein bisschen Gold. Alte Münze, oh, die kann ich doch verkaufen. Flammenzunge, das behalte ich alles mal. Geweihtes Wasser kann einmal weg. Sumpfkrautstängel brauche ich auch nicht. Schwarze Perle, ich weiß nicht, wofür ich den ganzen Kram brauche. Weiße Perle, Blutkelch, ja. Das ganze Gold ist jetzt die Frage. So, kann der Neoras mir Pflanzen verkaufen? Ich glaube nicht. So, ich werde jetzt nochmal Zeug trinken. Um mal alles größtenteils abzuklappern. Fenja, Mädchen! Du hast nichts gut. Gute Reise. Naja, geh mich auf den Sack. Dann werde ich die. Ich werde jetzt die Händler hier alle mal so Stück für Stück abklappern und gucken, ob die da noch irgendwas Besonderes haben. Dietrich habe ich mehr als genug. Speziell hier die. Hier. Oh, Goblinbeeren. Oh, geil. Heilwurzel, was haben wir hier noch? Kronstöckel. Nein, ich habe nicht genug Gold. Kacke, kacke, kacke. Ich will das Ding aber haben. Oh, 500 Gold ist natürlich übel, mübel. Innere Statue, komm, brauche ich nicht. Goldener Ring kann weg. Goldener Kelch. Ich mache nur so viel, dass ich 500 habe, ungefähr. Dass ich mir diesen Kronstöckel kaufen kann. So, ist jetzt die Frage, was will ich denn machen? Möchte ich mir vielleicht einen Stärketrank brauen? Geschicklichkeit. Kann ich das Ding überhaupt? Trank der Geschicklichkeit. Geist und Stärke kann ich. Okay, dann kann ich die Goblinbären süffeln. So, Entschuldigung. Die Goblinbeeren kann ich so essen, okay. Ich habe noch einen Kronstöckel. So, meiner Geistesdingsbums wäre natürlich ganz nett, aber. Äpfel. Ich habe nicht genug Gold, um Äpfel zu kaufen. Das ist schon echt traurig. Ich muss zu meinem hier Chefmeister. Warte mal, wie viel? 8, 8 mal 4. 16, 32. Alter, habe ich viele silberne Ringe. So, Koragon, dem habe ich die Äpfel alle geklaut. Wie viele Äpfel habe ich denn jetzt? 5. Okay. So, jetzt gehe ich erstmal zu diesem Typen. Da bist du ja. Ich hab. Keilerfell? Fell von. Ah! Sogar das. Was zur Hölle ist das? Das habe ich. Das. Gute Arbeit. Super. Da bist du ja. Zeig. Du hast nichts Besonderes. Okay. Da bist du ja. So. Zeig. Ich brauche keinen Bogen. Kein Stück. Keinen einzigen Bogen. Also selbst Feuerbogen und so ein Geschiss. Brauche ich halt nicht. Leichte Armbrust.
kann weg. Feuerbogen, komm, kann weg. Kann weg, kann weg, kann alles weg. So, was ich nicht brauche, brauche ich nicht. Fertig. So, ich habe wieder 3000 Gold, das ist supi. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich hole mir natürlich Äpfel, pfeift die mir auch gleich wieder rein. Heilkraut, Feuerkraut, nee, du hast nichts Interessantes. So, hast du irgendwas Interessantes? Das höre ich zum Ersten. Ich muss mich für mein... Okay, du. Zeig mir das mal. Ich muss... Wo hast du das? So, jetzt gehe ich nochmal zum Gärtner, aber ich glaube, der hat nicht wirklich viel. Und Lutero, da will ich nochmal vorbei. Oder Fernando? Nee, ich glaube, Lutero war das, dieser verrückte Händler da. Und so bat er Innos jenen Teil seiner Macht. Ja, wo ist er hin? Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Da sitzt er. Er arbeitet auf den ganzen Zeit. So, der hat leider nichts. Ich weiß immer noch nicht, was mit der schwarzen Perle auf sich hat, aber ansonsten hat er hat wirklich nichts. Habe ich halt schon. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Gut, jetzt will ich nochmal zu dem Gärtner. Vielleicht hat der noch ein Kronstöckel oder so. Feuernessel, Feuerkraut, Feuerwurzel. Ja, Feuerwurzel habe ich mehr als genug, selbst mehr als genug. Salandi wäre natürlich nice gewesen. Der hat nämlich jetzt ordentlich Zeug, gehabt, aber gut, blöd gelaufen. Jetzt gehe ich nochmal zum Marktplatz. Habe ich ja gesagt, was mache ich? Die gammel da die Händler ab. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Und dann habe ich eigentlich hier die Händler schon alle größtenteils weg. Ah ne, Zuris. Nicht Zuris, sondern hier dieser Ignaz. Stimmt, Ignaz war das. Der ist ja auch noch so ein Alchemie-Fuzzi. Der hat vielleicht auch noch was Besonderes. Der könnte noch eine Drachenwurzel haben. Karl? Hallo Karl? Ignaz! Zeig! Was hast du denn? Nichts Besonderes. Aber die nehme ich mal alle mit. Okay, schade. Ich dachte, der hätte noch besondere, schöne Kräuter. Gut, dann ist dem halt nicht. Ist dem halt nicht so. Wenn das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. So, Pablo, mit Taschendiebstahl können wir dem den Schlüssel klauen, also einem der Wachen mit Namen. Und dann können wir hier das Ding aufmachen und in diesem Raum ist der Joe und ja. Man darf halt nicht alles glauben. Der ist nicht verschwunden, der wurde nicht entführt, der war einfach nur. Wie soll ich das sagen? Der ist im Suff in der Kabine eingeschlafen und wurde von der Miliz im Turm eingesperrt. Traurige Geschichte mit dem Kerl. Milizgürtel, Gürtel des Schutzes, Abwehr. Beschützergürtel. Der ist richtig geil. Beschützergürtel. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Zusammen mit Magierrobe von allem 5. Ja, ist natürlich alles ziemlich nice. Aber mit Feuerkraut, Verheilwurzel ist zwar alles ganz nett, aber brauche ich halt nicht. Das ist doch kein Geheimnis. Von daher. Das ist mal wieder typisch. So, du hast natürlich auch nichts Besonderes. Wie viel? Ich muss weit. Wie viel? Ja, 39 Laborwasserflaschen habe ich noch. Zuris, mein Freund, du hast bestimmt irgendwas Besonderes. Genau, das nehme ich. Was du nicht sagst. Ich habe nicht genug Gold. Nein! Weißt du was? Komm, scheiß der Hund drauf. Ich verkaufe mein ganzes Gold und das ganze Silber. Das habe ich schon immer gesagt. Und Gletscherquarz? Nö. Das habe ich schon immer gesagt. Worum soll ich mich denn? Ich muss aber noch zu Sagitta. Das ist so, ich werde jetzt eine Sache machen, die ich normalerweise nicht tue. Ich werde mich zu Sagitta hinschieben, damit es nämlich einfach schneller geht. Bevor ich jetzt den ganzen Weg gehe, werde ich das nämlich so machen. Ich habe hier alles abgeklappert. Den Hafen habe ich abgeklappert. Okay. B, Marvin B, F2, go to Waypoint. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Sagitta, jetzt sind wir hier. Normalerweise wollte ich sowas nicht machen. Mache ich in dem Sinne einfach, um Zeit für das Let's Play zu sparen.
Ja, ich könnte natürlich jetzt langlaufen und so viel Respawn gibt es halt nicht, aber darum möchte ich mich jetzt nicht kümmern, deswegen einfach nur mal hin. So, was hast du denn hier? Sonnenaloe, Kronstöckel. Du hast aber keine Drachenwurzel, Mädchen, ne? Schade, gut. Ich werde natürlich mich jetzt komplett blank machen. Und so viel kaufen, wie es geht. Ich dachte, ich hätte mehr. Ich muss mich, glaube ich, mal richtig platt machen hier. Oh, danke. Welche? Sag mir. So, Kronstöckel nehme ich. Oh, ich habe nicht genug Kohle für den Kronstöckel. Kacke, was geht denn hier ab, ey? Jo, brauche ich nicht. Blauflieder, komm, brauche ich nicht. Heilpflanze, brauche ich nicht. Heilkraut, ja komm, das behalte ich mal. Das auch. Sumpfkraut brauche ich nicht. Feldknöterich kann ich auch mal behalten. Seelenruf-Amulett, Amulett der Flammen. Was trage ich denn eigentlich für ein Amulett? Schutz vor Magie, Schutz vor Feuer. Ja, das ist natürlich alles ziemlich nice. Angst brauche ich eigentlich nicht. Dann kann ich nämlich die Rune verkaufen. Zack. Ja, dieser Gitter kann damit nichts anfangen. Von daher gibt nämlich ordentlich Kohle. So, was haben wir denn hier? Heilwurzel, Sonnenaloe brauche ich nicht. Kronstöckel, super. Snapperkraut, Feuerkraut, Feuernessel brauche ich halt alles nicht. Was ist das? Roter Tränenpfeffer. Von denen kann ich auch ein paar gebrauchen, aber ansonsten ist halt alles eher so meh. Gut, was kann ich noch kaufen? Okay, ich kaufe dir jetzt so viel ab, wie ich kann. Kleiner Feuersturm, brauche ich nur eine von. Untote vernichten behalte ich mal. Eisblock, ja, brauche ich alles. Warte mal, ich habe doch die Goblin-Skelett-Rune. Jo, dann brauche ich nämlich das nicht. Goblin-Skelett erschaffen, dann kann das weg. Verwandlungen, Lurker ist natürlich alles nice. Kann man nämlich später richtig cool. Logbuch von Greg. Brauche ich nicht mehr. Wichtiger Hinweis, das hat alles. Schatzkarte habe ich auch schon fertig. Tagebuch. Tagebuch von Cornelius hat keinen Wert. Landkarte Kurines, Stadtkarte Kurines, Landkarte Minental. Sehr alte Karte. Kann auch weg. Magischer Brief. Da müssen wir auch noch mal nachgucken. Apfeltabak brauche ich nicht. Minecrawler-Zangen, Haut eines Reptils. Flammenzunge behalte ich mal. Minecraft Crawler, Panzerplatten, Schwarzperle, weiß ich immer noch nicht, was damit zu tun ist. Öffne das Ornament, geweihtes Wasser behalte ich mal. Aquamarin mal 5 verkaufen. Ansonsten, was habe ich denn hier? Das gibt halt alles keine Kohle. Davon behalte ich auch mal 5. Weiß ich nicht, ob ich das mal jeweils brauche. Davon behalte ich auch mal 5. Dann müsste ich eigentlich wieder ein bisschen Kohle haben. Boah, das frisst viel. Ich werde diese Tränke verkaufen. Nein! Was muss ich denn alles noch verkaufen, ey? Lecco mio! Komm, schickt. So, Taverne, stimmt, Orlan, vielleicht hat der noch was zum Verkauf. Und ansonsten könnte ich. Wo gibt es denn noch was, was ich machen könnte? Ich bin da gerade noch am überlegen. Klar. Du hast auch nichts Besonderes, okay. Das ist gut. Keine Ahnung. Viel Kohle habe ich nicht, habe aber alles, was ich brauche. Jo. Ich weiß immer noch nicht. Stimmt, ich will nochmal zum Großbauer. Weil ich doch noch ein paar alte Münzen habe. Die ich verkaufen möchte. Obwohl, den Getränk der Geschicklichkeit kann ich eigentlich verkaufen, weil ich von denen noch einige Tränke habe. Mist. So, Mana plus 5 ist immer gut. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Dann muss ich nochmal gucken, ob ich irgendwo nochmal Alchemie-Trank finde.
Interesse sicher ein paar. Danke. So, 8 Gold und 80 Erfahrung, das ist natürlich nicht schlecht. Großbauer Kloster. Ich brauche jetzt nochmal einen Mana-Trank. Und dann habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Und dann kann ich wieder zum Minental. So einiges. Gibt es hier im Kloster noch irgendwas? Nee, ich bin blank. So, spezielle Tränke mischen. Geist, okay. So, haben wir unser Mana auch mal wieder gesteigert. Das ist auch super. Ah ja, ich habe ja noch einen Kronenstöckel. Klar, immer. Mana, natürlich, her damit. Mana ist nie verkehrt, vor allem als Magier. Ich muss nur gucken, wie viel so eine Feuerregenrune halt frisst, weil damit kannst du echt aufräumen. Ich glaube, die frisst 150 Mana, ne? 150 wäre ganz geil. Ist das wirklich wahr? So. Großbauer, Kloster, Hafenstadt, Taverne, Pass in Corinus. So, jetzt tue ich das nämlich alles. Hafenstadt, Taverne, Kloster, Großbauer, Pass in Corinus brauche ich nicht. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Vielleicht nochmal ein Goblin-Skelett, mal gucken. Aber ich habe hier alles abgeklappert. Sagitta habe ich. Jo. Habe ich noch? Nee. Okay. So, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Wie lange sind wir denn schon am Recorden? 31 Minuten, das ist okay. Also wie gesagt, so zwischen 40 und 50 Minuten, weil die Gothic 2 Dinger, die gucke auch ich immer sehr gerne nach und analysiere dann, was habe ich da in dem Spiel gemacht, wie kann ich das bei anderen Spielständen vielleicht besser machen oder so. In dem Spiel strebe ich so größtenteils nach Perfektion. Deswegen mag ich das immer ganz gerne. Auch mal mir selbst bei dem da zuzugucken. Und da finde ich diese Premieren eigentlich ganz cool. Weil da kann ich halt im Chat so mit teilnehmen und das läuft halt ab wie ein Stream. Nur das verstehen die Leute halt nicht wirklich, dass das halt alles voraufgenommen ist. Oder zumindest einige nicht. Oder ein paar. Oder viele wollen es auch gar nicht verstehen. Ja, ein paar alte Klassenkameraden haben nämlich gedacht, okay, streamt live, mitten in der Woche. Dabei war es nur eine Premiere, sprich alles am Sonntag aufgenommen. Und haben es irgendwie nicht gecheckt, dass Premiere halt anders da läuft. So, ich könnte mich natürlich hin und her teleportieren, aber da finden wir leider nicht allzu viele. Toter Drachenjäger, ja, hier sieht man schon, zeigt dir das Spiel gleich, dass es hier ganz anders dazu geht. Hier gibt es noch ein paar Sachen, aber ich glaube, das ist nur ein Feuerkraut. Gut, Feuerkraut ist immer nicht, immer, also ist nie verkehrt. Das ist natürlich schade, Sunnendil hätte nämlich noch ein paar richtig coole Tränke gehabt. Aber, jo, doof gelaufen. So, hier sind die Drachenjäger. Die haben sich hier breit gemacht. Fackel nehme ich natürlich mit. Feuerkraut nehme ich mit. So, wer steht denn hier alles? Koda! Was? Wo kommt ihr her? Wir kommen aus den... sind aus der Stadt. So, so. Aus der Stadt also. Siehste, hast es kapiert. Hier, nimm erstmal einen Schluck. Oh, geil. Der Typ ist cool. Das habe ich auch gesagt. Was macht ihr hier? Wir haben von der Drachenjagd gehört. Also haben wir unsere Sachen gepackt und sind hierher gekommen. Aber, um ehrlich zu sein, sind mir die Drachen scheißegal. Ich will nur ein bisschen Gold. Drachen haben doch Gold, oder? Bestimmt. Aufpassen, was man so rumerzählt. Was weißt du über die Drachen? Ich kenne nur die Geschichten, die man den Kindern erzählt. Du weißt schon, Jungfrauen, Gold, Feuerspucken und so ein Zeug. Wo wollt ihr von hier aus hin? Keine Ahnung,
Wir überlegen noch. Ihr könntet in die Burg gehen. Da bringen mich keine 10 Pferde rein. Nicht zu den Paladinen. Ich gehe nicht zurück in den Knast. Ich war einmal drin, das reicht mir. Alles klar. Was ist mit den Orks? Die ganze Burg ist umstellt. Es gibt keine Lücken. Ja, da ist es richtig durchzuschleichen ist Wahnsinn. Wenn du versuchst zu kämpfen, kannst du dich gleich begraben lassen. Niemand kommt da durch. So. Du wüsstest. Weswegen warst du im Knast? Das werde ich dir auch auf die Nase binden. Was? Ihr Magier steckt doch mit den Paladinen unter einer Decke. Nee, mein Lieber. Du wüsstest. Vergiss es. Hey, komm mal her. Was willst du? Das Tal ist ziemlich gefährlich und ohne die richtige Ausrüstung ist man hier schnell tot. Ich nehme an, du hast die richtige Ausrüstung. Du hast es erraten. Ich würde sie dir sogar verkaufen. Was hast du denn anzubieten? Oh, Äpfel nehme ich natürlich. Das gibt doch nur noch mehr. Ansonsten hast du echt nichts Besonderes. Snapperkraut, Feuerring ist natürlich nicht schlecht. Dietriche. Ich hätte das nicht. Komm, ich brauch zwar keinen, aber gut. Verkaufst du auch Informationen? Kommt drauf an. Wie viel verlangt? Das ist schwer zu sagen. Ich 50. Das ist mir zu teuer. Noch mehr Ärger. Alter, 50 Goldstücke für deine Informationen. Also komm mir nicht so. Arsch hast du offen. Hey, hast du was zu trinken? Ich vermute, du willst kein Wasser. Nein, verdammt. Ich brauche irgendwas mit Alkohol, damit endlich diese verdammten Kopfschmerzen weggehen. Wenn ich längere Zeit nichts zu trinken hatte, fühlt sich mein Schädel an, als würde er jeden Moment explodieren. Es liegt natürlich auch daran, dass du keinen Alkohol hast, ne? Irgendwann muss das ja so kommen. Hier hast du was. Komm, ja nicht ewig so Bruder in Not, versagt man nicht die und Hilfe. Glaub ja nicht, dass das alles ist. Da lacht das Herz. Noch mehr so, kann ich nicht brauchen. Jetzt kann ich auch wieder klar denken. Was kann ich für dich tun? Was wollt ihr hier überhaupt? Keine Ahnung, was wir hier machen oder wann es losgeht. Ich werde das ist mir auch egal, solange ich genug zu trinken habe. Das war doch klar. Schön. Ich suche jemanden, der mir was beibringen kann. Ich könnte dir schon ein paar Sachen beibringen. Ich bin der beste Kämpfer weit und breit. Für dich mache ich sogar einen Freundschaftspreis. 300 Goldstücke. Das war genauso, wie du sagst. Das ist mir zu teuer. Teuer? Das ist weniger als jeder andere. Überleg. Ja, hier, komm. Es war genauso, wie du sagst. Wisst ihr denn, wo die Drachen sind? Was kriege ich denn, wenn ich es dir sage? Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm. Ich habe noch eine Flasche Wacholder. Für ein gutes Tröpfchen würde ich alle Drachen der Welt töten. Abgemacht. Gib mir die Flasche. Den hebe ich mir für schlechte Zeiten auf. Gut. Also, was genaues kann ich dir natürlich nicht sagen, aber ich habe gehört, dass es 4 Drachen sein sollen. Wir haben nachts ein rotes Leuchten über dem höchsten Berg gesehen. Steindrache? Ich schwöre bei meiner Mutter, wenn du einen Drachen suchst, dann wirst du ihn ganz bestimmt dort. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Die Drachen sind auch Stärke gebunden. Das bedeutet, es gibt 4 Drachen. Eis, Feuer, Stein und Sumpfdrache. Der Sumpfdrache ist der schwächste. Dann kommt der Steindrache, dann der Feuerdrache und dann der Eisdrache. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Biff! Was machst du hier? Das ist wirklich die dämlichste Frage, die ich seit langem gehört habe. Wonach sieht es denn aus? Löcher in die Luft gucken. Er stellt sich das immer so einfach vor. Schon gut. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Was glaubst du hier im Minental zu finden? Gold und Ehre. Was sonst? Das höre ich zum ersten Mal. Wenn ich mit den Drachen fertig bin, werde ich im Gold schwimmen. Genug, um den Rest meines Lebens jeder Kneipe und jeden Puff dieses Landes unsicher zu machen. Oder du wirst tot sein. Und wenn schon. Das gehört dazu. Wenn du reich werden willst, musst du schon was riskieren. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. So, wir können später den... Das höre ich zum ersten Mal. Gorn! Wie ich sehe, hast du dich den Drachenjägern angeschlossen. Ich bin Silvio ins Minental gefolgt, weil ich mich hier einfach am besten auskenne und mir die Situation hier nochmal genauer ansehen wollte. Ja, das machst du richtig, Gorn. Hier braut sich ganz schön was zusammen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Orks auf einen Haufen gesehen.
Würde mich nicht wundern, wenn Garond und die Paladine in der Burg schon längst alle geflohen sind. Oder getötet wurden. Was hast du jetzt vor? Ich werde erstmal den Jungs hier ins Minental folgen und mich dann später absetzen. Ich muss unbedingt herauskriegen, was die Orks vorhaben. Ich sehe dich dann. Pass auf dich auf. Alles klar, Gorn. Wir kennen uns ja beide im Minental aus, also von daher passt das schon. Hey du, Typen wie du sollten aufpassen, wo sie hingehen. Ich bin Magier. Was willst du mir damit sagen? Feuer. Und ich kenne mich hier schon länger aus. Die Luft hier draußen verdammt dünn ist. Hier wimmelt es nur so von Orks und Monstern. Von den Drachen ganz zu schweigen, ist nur eine gut gemeinte Warnung. So wie du sagst. Kannst du mir auch was erzählen, was ich noch nicht weiß? Ich kann dir einen guten Rat geben und der ist sogar ganz umsonst. Wir können hier niemanden gebrauchen, der schon beim kleinsten Drachenfurz gleich in Ohnmacht fällt. Geh nach Hause. Das ist eine Sache für ganze Kerle. Das hat er doch vorher gewusst. Hast du schon einen Drachen gesehen? Bisher noch nicht, aber die Biester können sich ja nicht ewig verstecken. Meine Mann mal ganz kräftig. Bist du hier der Anführer? Sehe ich so aus? Bestimmt nicht. Wir brauchen keine Wichtigtour, die uns rumkommandieren. Als Silvio versucht hat, hier den Boss raushängen zu lassen, haben wir ihn mitsamt seinen Freunden mal gezeigt, was wir davon halten. Hat ja nur einen Freund. Es gab eine Keilerei. Anschließend sind sie auf eigene Faust losgezogen. Hoffentlich ist Silvio in einem orkischen Kochtopf gelandet. Ihr wollt also Drachen töten. Klugscheißer. Weißt du denn, wie man einen Drachen zur Strecke bringt? Ja. Meinst du, das Vieh wartet, bis du ihm in aller Ruhe den Kopf vom Hals schlägst? Wird was braucht gute Planung und entschlossenes Vorgehen. Oder das Auge Innos. Und wie wollt ihr vorgehen? Wir werden erst mal auskundschaften, wo wir die Viecher finden. Erst dann machen wir uns Gedanken, wie wir am besten zuschlagen. Er soll mir nicht von Pflicht erzählen. Wie wollt ihr an den Orks vorbei? Über solche Kleinigkeiten machen wir uns später Sorgen. Gut, ich will dich jetzt nicht weiter provozieren, weil die könnten vielleicht noch wichtig werden. Aber ich muss weiter. Sieh zu, dass du wieder über den Pass kommst, sonst fehlt dir nachher noch eins deiner Gliedmaßen. Oh, am liebsten würde ich ihm so in den Arsch treten. Aber ich kann halt passieren, dass ich die später nochmal brauchen werde. Davon lasse ich lieber die Finger. Da kann man sie nicht drauf verlassen. Ja, du merkst schon am Ton, hier ist jetzt das Böse anwesend. Hier sind auch keine normalen Snapper mehr. Ein paar Warane sind ja kein Problem. Oh, Feuerwarane. Na komm her, Varan. Das mach ich jetzt ein bisschen platt. Da ist nichts. Ich will nur einen. So, die Feuerwarane sind alles überhaupt kein Problem. Also wie ihr seht, hier gibt's ordentlich, ist jetzt ordentlich die Kacke am Dampfen. Mist. So, was haben wir denn hier? Also hier geht es jetzt richtig rund. Natürlich sind wir jetzt auch gut ausgerüstet und können uns überall so ein bisschen blicken lassen. Ist aber trotzdem alles nicht so einfach. So, hier will ich nochmal speichern. Ich glaube, den Part mache ich auch nochmal ein Stündchen ungefähr.
Na komm her. Ja, komm her, Drachensnipper. Auf! Ja, wenn der einmal in Rage ist, braucht er ein bisschen zum Anhalten. So, den mache ich noch platt. Oh, okay. Gut, klappt auch so. Na, von denen trinke ich einfach noch ein paar, damit die auch leer werden. Kannst du vergessen. Wie mache ich denn das am besten? Ich will mal was probieren. So, großer Feuersturm. Mana kosten mindestens und Maximum. Ich will das mal probieren. Vielleicht kann ich da ein bisschen... Ja, das sind ja vier Stück, Lecco Mio! Nein! Nein! So, wie machen wir das am besten? Okay, der kann Damage kriegen. Kannst du vergessen. Also zwei könnte ich hinkriegen, ne? Aber alle vier ist dann doch ein bisschen hart. Ich will das noch probieren und dann mache ich auch Schluss mit dem Part. Ich will mal gucken, ob ich den einen so ein bisschen triggern kann. Das ist gut. Der eine ist schon mal lose aus der Hose. So, von denen trinke ich einfach mal ein paar. Ich speichere natürlich bei jedem Drachensnapper. Ja, super, der hat mich gesehen. Perfekt. Jetzt kann ich zumindest drei so ein bisschen aus dem Rudel locken. Thank you.
Na komm her. So, die zwei kriege ich nämlich auch hin. Dann nehme ich einfach genügend Abstand. Den einen haue ich mit Feuerbällen platt. Und dann müsste der andere bei mir sein. Dann kann ich den halt one-on-one machen. So, das ist schon mal ganz gut. Hm. Ich will aber vorher noch mal speichern. Dann nehme ich Abstand, so viel ich kann. Super, hat funktioniert. Ja, komm, nehme ich noch von denen ein paar. Die reine Lebensenergie hebe ich, also die letzten Teile hebe ich mir echt bis zum Schluss auf. Ja, geil, 164 Mana. Super, hat wunderbar funktioniert. Speichere doch gleich ab hier. Auch mal hier. Und würde sagen, ich beende dann den Part. Wir haben auch schon dementsprechend Uhrzeit. Sprich, Arbeitskollege wird wahrscheinlich dann auch bald kommen in den nächsten 10, 15 Minuten. Obwohl, komm, die Stunde können wir noch voll machen. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, wir sind jetzt mit dem Auge Innos hier zurück im dritten, unser zweiter Besuch im Minental. Wir können uns jetzt schon mit Drachensnappern anlegen. Das ist schon mal ganz nice. Und jetzt wollen wir halt hier nochmal ein bisschen, bevor ich jetzt mit der Story weitermache, hier nochmal natürlich ein bisschen Zeug abfarmen. Den Respawn ein bisschen platt machen und solche Sachen. Gucken, was wir hier noch so finden können. Wir haben ja hier, so wie es aussieht, auch noch nicht alles gelootet. Liegt einfach daran, dass wir hier echt wieder als Badass zurückkehren müssen. Und ja, sind wir ja, ne? Also kann jetzt echt nicht meckern. Schade, dass die NPCs unseren Erfolg halt nicht wirklich... Ah, Ork-Krieger. Ich probiere es mal. Ich habe ja gespeichert. Kann ja immer noch weglaufen. Na, jetzt wo wir ein bisschen was aushalten, seid ihr gar nicht mehr so stark, hä? So, drei Orks sind jetzt auch gar kein Problem mehr für uns. Darf man natürlich nicht vergessen. Wo habt ihr denn eure Sachen? Ja, komm, ist egal. Wir lassen natürlich solche Sachen fallen. Die können wir natürlich süffeln bis zum geht nicht mehr. Es hat nur die Frage, ob das was bringt. Hier oben noch was, außer ein paar. Nichts. Wie viel Mana habe ich denn? 124. Feuerkraut, Heilwurzel. Schickt. Ihr seht, ich bewege mich äußerst vorsichtig voran. Hier gibt es wieder einiges an Drachen. Oh, ist aber laut hier.
So, ein Drachensnapper hätte ich gerne noch so. Super, komm her. Komm, komm zu Papa. Komm, put, put, put. Komm, put, 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 put. Put, 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 put. So, ich habe keine Ahnung, wie viele Monster da jetzt drin stecken. Deswegen bei jedem Drachensnapper speichern. Nämlich eine ordentliche Herausforderung, die Viecher. Ich bin echt froh, dass wir auch einiges auf Dingsbums geskillt haben. Dass wir Einhand und Stärke auf der anderen Seite, wenn ich gewusst hätte. Eigentlich hätte ich gar nicht so viel auf Stärke gehen sollen. 50, hier, wir kämpfen ja hier mit dem Rapier. Ja. Und der ist halt auch echt gut. So, gibt es hier irgendwas Besonderes drin? Haben wir schon abgegrast. Hier gab es nur die Erfahrung. Okay, gut, macht aber nichts. Snapper selbst ist kein Problem. Zwei Feuerbälle und eine Schicht im Schacht. Ja, wir müssen jetzt nicht so sparsam mit dem Geschiss umgehen. Gibt es hier im Weg noch irgendwas? Nö. Können aber, glaube ich, die Claubelia verändern. Aber eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich das nicht. Dunkelpilz, Dunkelpilz. Na komm, Bolzen. Nee, hier ist sonst nichts mehr. Gut, werde ich mal so ein Ding trinken. Ich spreche nochmal mit den Magiern. Mit den Paladinen, die da rumpimmeln. Aber ich glaube, die werden sowieso alle sterben. Naja, mit Inos Hilfe werde ich dir... Ich würde sagen, du hast einen Arsch offen, mein Freund. So. Oha. So, den mache ich aber selbst platt. Ist die Frage, schafft der Paladin den Ork oder macht der Ork den Paladin Platz? Wäre nämlich auch ganz nett. Ja, den Troll meine ich. Yo. Alter. Da hatte ich aber Glück gehabt, dass der mich nicht weggeworfen hat. Übel Mübel, Mann. Hilfe. Naja, das werdet ihr. Habe ich irgendwie einen Lederbeutel oder so? Nein, ich habe keinen Mana, nichts. Hier gibt es kein Bett. Ich kann hier bei Innos auch nichts spenden. Ach, das ist doch kacke. Flügel, Krallen, Knochen. Warte mal, gibt es hier hinten noch irgendwas? Spruchrolle, Lederbeutel. Hat jemand wohl was versteckt? Aber immer noch nicht genug. Nämlich gerne nochmal ein Huni spenden in der Hoffnung, dass ich noch ein bisschen was krieg. So, was habt ihr denn hier? Ich könnte natürlich einem von den Leuten hier auf die hey. Kloppe hauen. Was? Dieser Fels ist von. So, ich habe auch schon probiert, hier irgendwie Erz zu hacken, weil wir ja beim Goldschürfen was gelernt haben, aber das kannst du hier vergessen. Du kannst hier leider kein Erz schürfen. Erzbrocken meine ich. Das wäre natürlich sehr, sehr geil.
Aber so ist das. Jo, ich würde sagen, ich mache hier auch einen Cut. Obwohl ich gerade so richtig drin bin. Echsenmenschen, die sind hart. Vor allem weiß ich nicht, wie man die triggern kann. Ich würde sagen, speichern, beenden und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Also bis dahin hier, macht's gut, cheerio!